Willkommen meine Damen und Herren, zurück zu Let's Play Terraria. Man sieht an meinem Inventar, es hat sich verändert. Es ist ein wenig umgeräumt worden, Lirum Larum. Ich habe noch denselben Kram wie beim letzten Mal. Ich habe ein bisschen... Ich habe ein Bett gebaut mir vorletzt übrigens. Also während dieser Zeit offscreen war, da habe ich mir ein Bett gebaut. Das heißt, ich habe jetzt 50 Wolle und 15 Holz weniger. Damit ich dann an dem Dungeon auch noch campen kann, habe ich zwar nie gebraucht, aber hat ein bisschen Zeit gekostet und so. Aber ist gut, ich muss ja warten, bis es Nacht wurde. Ansonsten habe ich einen goldenen Schlüssel weniger, den anderen kann ich verkaufen. Und ich habe einen Dingens mehr. Ich glaube, ich habe ein bisschen Geld bekommen, da habe ich nämlich nicht darauf geachtet, wie viel ich mitgenommen habe. Ich habe nämlich alle Items außer die wirklich wichtigen hier gelassen, nur so ein paar Sachen kann ich vergessen. Die Tränke, ach komm, die kann man ja behalten. Hier, weiser Mann. Ich verkaufe dir. Das ist überhaupt nichts wert. Was wollte ich verkaufen? Kein Value? Egal, also trotzdem. Ja, damit bin ich jetzt. Habe ich jetzt den lang ersehnten Kobaltschild. Plus 20 Mana. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Tendenziell nein. Aber trotzdem, also ich habe alles, was ich jetzt bekommen habe, weggeschmissen. Habe ich das weggeschmissen? Ja, das habe ich weggeschmissen. Hier, oh, hier hatte ich noch die 14 Heiltränke, die ich vom Skeletten bekommen habe. Sonst ist alles in Ordnung. Ja, wunderbar. So ein paar kleine Probleme hatte ich. Ich hatte zum einen hatte ich meinen Enterhaken hier gelassen und zum anderen auch den Pornhammer. Das war ein bisschen schwierig. Aber die ganze obere Leiste hier hatte ich da gelassen, außer die Tränke. Noch was ich loswerden will. Stein. Und ich habe einen Magic Mirror gefunden. Ja, kann ich nicht verkaufen. Das war zwar noch vorher. Also bevor ich... Also es war noch hier in dieser Welt letztes Mal, aber naja. So. Damit habe ich auch den Schild und ich habe noch ein paar Knochen. Ach, das Inventar ist schon wieder voll. Ne, das habe ich nichts Vernünftiges. Also Unvernünftiges. Dann werde ich mich nochmal auf die Suche nach Adamantit begeben. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich jetzt noch suchen soll, wo ich noch nicht gesucht habe. Ich werde mich mal ein bisschen umgucken. Oder ich werde einfach mal alt. Nein, ich bin zu niedrig. Oh Gott. Oh. Schnell weg hier. Jawohl. Mal alt bewährte Lösungsmethoden durchgehen und mich noch mal ein bisschen im Dschungel umgucken. Wert. Ob ich den mit dem Laserschwert auch kaputt kriege? Schön, wie er sich in seine Einzelteile zerlässt, wenn er so Kurven macht. Also ich profitiere ja am meisten davon, wenn er über meinem Kopf drüber fliegt, anstatt durch mich hindurch. Oder unten drunter, damit drunter. Gehe ich denn down? Ja. Ist kein Product Placement. Man hat wahrscheinlich an eckigen Formen gemerkt, aber ich habe ja bereits gesagt, dass es ja ein Unterschied ist, ob ich den Firmennamen direkt zeige oder ob nur der Zuschauer das die Firma wiedererkennt. Jedenfalls nach meiner Auffassung. Also ich wieder Sterne und die gehe ich natürlich gleich wieder in die Amo-Leiste machen, damit sie mich nicht stören. Ein Grabstein. Sollte ich mal wegräumen.
So, das mit dem Laserschwert kann man schon mal bleiben lassen. Da bleibt man hier lieber erstmal bei meiner schönen Wurfdingens. Noch ein Stern. Noch ein Stern. Ein Grabstein, ein Stern. Ein Sternangriff. Ah, schön, ich will dann die spawnen. Auch da ist eine fliegende Insel. Müsste nicht irgendwo auch mein Geld liegen? Sicher doch. Noch einer. Oh Gott. Das Tücher alle her. Oh. Okay. Das ging schnell. Ja, ich halte lieber ab hier, bevor ich noch ein Vergnügen habe. Juhu. Lande ich denn jetzt in der Corruption, oder? Ja. Copter. So, warte mal. Ich werde erstmal kurz gucken, ob ich hier im Dschungel noch einen weiteren Höhleneingang finde. Nee, jetzt geht das ganz schön so in Wüste über. Oh, ein Werwolf. Oh, das ist Vollmond. Das heißt, Werwolf. Natürlich, nee, Quatsch. Werwölfe tauchen ja nur auf Vollmond auf. Aber ich glaube, die haben auch einen ganz tollen Drop, der unter gewissen Bedingungen ziemlich praktisch sein kann. Ja, ist klar. Ich sag mal, Zombies setzen doch die Wölfe. Alter. Nee. Da sind ja auch Zombies. Wetten, ob noch ein Survivor auftaucht? Ich denke schon. Fliegende Okay. Natürlich Murphys Gesetze. Naja, mich sollte es ja freuen. Das ist einer der wenigen schönen Wetten, die man gerne verliert. Gut, gib mir mal diese ganzen Expeditionskram auf und jetzt mal hier rein. Natürlich Mimik! Ich weiß gar nicht, ob Mimik jetzt überhaupt noch irgendwas droppt, was mich interessiert, aber ich meine, Mimik ist halt Mimik und das ist schon recht selten. Sag, ah, doch, die droppt nur was ich brauche. Und das wirst du gefälligst droppen, klar. Nee, die droppt Necklace, klasse. Wild Cross Necklace. Das Tolle ist, das kann ich sogar, muss ich sogar noch behalten. Das könnte ja rein theoretisch besser sein als das andere und dann will ich es auch behalten. Das heißt, ich kann mein Inventar wieder nicht zufüllen. Ah. Also beim nächsten Mal habe ich mich stark in diese Richtung bewegt, deswegen will ich jetzt mal in die andere Richtung gucken. Sehr klar, ich gehe natürlich dorthin, wo ich noch nicht war, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dort was ist, wenn ich noch nicht weiß, höher ist. Und über ein paar Spelunker-Potions würde ich mich jetzt ganz gut freuen. Dann hätte ich ein wenig Ahnung, was sich hinter den Wänden befindet. So, ach, weg da. So, jetzt müsste ich mich von dem Weg, den ich letztes Mal gegangen bin, ein wenig distanzieren. Digga.
nichts in Sicht außer Hornissen, aber oh Gott. Ja, stirb durch meine Leuchtstäbe. Oh, Kiste. Jawohl. Wenn jetzt nur noch dieser Man-Eater da weggehen würde. Heiltränke sind immer gut. Gold ist natürlich auch immer gut. Selbe gilt für das da. Was ist das? Breathing Red. Sehr gut. Können wir mal gebrauchen. Dynamit kann man auch mal gebrauchen. Night Owl. Ah, oh, super, nicht sogar was. So, jetzt Spaß, also was will ich mit dem Teil? Natürlich, an dem einzelnen Block bist du befixiert. Kobalt im Boden. Ach du meine Güte, was ist da unten für ein Volksfest? Zack, so. Schluss hier. Oh, Stacheln. Wünscht man sich fast, es gäbe für sowas XP. Ich weiß, jetzt wurde ja auch mal jetzt angesprochen, dass bei dem neuen 1.2 ein Level-System eingeführt wird. Und ja, ich weiß, es hat so ein bisschen die Community, jedenfalls die Community, die ich kenne, ein wenig gespalten. Also gut. Verglichen mit der Anzahl an im Moment aktiven Mitgliedern in dieser Community ist es natürlich schon, kann man natürlich durchaus von einer gespaltenen Community reden. Mit einer sagt, er findet das gut, mit anderen sagt, er findet das schlecht. Und ein dritter sagt gar nichts dazu. Oh, ein Grabstein. Und Fische, Fische, too much Fische. Jedenfalls, ja, es ist auch so eine Sache. Also, ist natürlich, wie bei den meisten, eigentlich. Darauf kommt darauf an, wie man es macht. Adamantit. Also die gegen negative Meinung und Spitzhacke-Schachtel ist ja phänomenal. Was man natürlich als negative Standpunkte betrachtet, ist, dass man es dann so zu MMO-artig wird, dass dann man die ganze Zeit nur noch hier rumläuft und levelt und sich dann darüber so groß drüber freut, so angibt, dass man dann halt so ein hohes Level hat, und das ist natürlich auch nicht unbedingt schön, ja. So. Aber ich finde es schon ganz gut, wenn man auf Tito Miles das Ganze ein bisschen einfacher macht, dass wenn man nur lang genug sich mit diesen Leuten kloppt, dass man auch irgendwann in der Lage ist, 10 Hard-Mode-Gegner hintereinander zu töten, ohne dabei selbst vor die Runde zu gehen. Ich meine, dieser Modus hier, der ist ja selbst wenn man mit der besten Rüstung hat, noch relativ happig und hat nicht allzu hohe Lebensgarantien. Es ist natürlich so eine Sache, wie man das anstellt. Also wie gesagt, wenn man das dann hier so macht, dass man sich dann bis zur Unendlichkeit hochgrinden kann und dann da überall rumläuft und alle fertig macht, ist natürlich blöd. Klar. Was ich eigentlich demnach so am besten finde, ist, wenn man, ich weiß nicht, irgendwie, wenn man dafür sorgt, dass man zwar durchaus durch Leveln besser wird, aber man trotzdem so einen vom Spiel vorgegebenen Maximalwert hat. Weil ich meine, das ist ja auch kein so ein MMO-RPG, wo man unendlich Quests machen kann oder so, wo es halt immer wieder was Neues zu entdecken gibt, sondern das ist ja schon noch in gewisser Weise noch alles so in einem festen Rahmen vorgegeben. Und das sind natürlich auch die Levelgrenzen, kann man sagen, auch im festen Rahmen vorgegeben ist.
Lass mal vielleicht sogar, wie ich finde, wie man dann machen könnte, dass, ich weiß nicht, im Laufe des Spiels so die Levelgrenzen erweitert werden, dass man sagt, ich kann nur bis Level 5 leveln. Wenn ich zum ersten Mal das iPhone Cthulhu besiegt habe, kannst du bis zu Level 10 aufgehen. Mit der Maximalgrenze auf Level 10 verschoben. Das sollte man dann auch nutzen, um dann den Eater of the World besiegen zu können, und dann geht's wieder weiter und so. So. Verdammter Honigkuchen Sachen. Verdammt. Oh Mann, oh Mann. Also ich weiß auch gar nicht, wie viel ich überhaupt hier Adamantit brauche. Ich habe 7 Adamantit-Barren. Ich brauche 24 für die komplette Rüstung, die ich teilweise niemals benutzen werde. Schwerter habe ich beides, aber Maschine brauche ich noch nicht. Das kann ruhig noch ein bisschen warten. Ich glaube, ich bin wieder in der alten Höhle. Also in dem altbekannten Teil der Höhle. Ja, wo ist denn hier was? Ich weiß nicht, ich benötige, wo habe ich denn das? 4 Stück habe ich, das ist viel. Das heißt, ich kann dann Barren auf Max. Ach, ein Hornet. Geh weg da, so. Ja, das kommt mir schon mal ziemlich bekannt vor. Da gehe ich mal gleich wieder ab. Oh, ich bin auch vergiftet worden. So, das kommt nochmal so. Und dann habe ich noch 10 Goldbarren gefunden. Ja, ich meine, ich habe... Ja, also es gibt noch so ein paar Gegenstände, die ich mir aus Adamantit bauen könnte, aber... Das ist jetzt nicht so wichtig, das muss das jetzt sofort geschehen. Das könnte ich dann auch noch. Ich könnte vorher noch ein paar andere Dinge erledigen. Auch überwiegend Vorbereitung natürlich. Necklace Angry mit 3% mehr Damage. Mit 1% mehr Speed. Fuck, gar nicht verkaufen. Nicht wegwerfen, verkaufen. Man kriegt immer noch Geld dafür. Quicken, stacken und. Will ich das? Zieh ich das als Pflanze oder als Mob-Trop? Das ist ja nichts Vernünftiges. Tränke. Alex. Mob-Trop ist irgendwas übrig geblieben? Nein. Onyx Blöcke. Zack. Ja, ein bisschen davon, hiervon jedes. Aber sonst auch nichts. Nein, und so. Und so, wo ist das in der Mitte geblieben? Dort. Was will ich eigentlich mit diesem Tombstone? Die braucht keinen Menschen, davon steht überall irgendwelche rum. Und wenn ich das Ding, wenn ich irgendwelche brauche, dann ziehe ich das Teil aus und springe ganz weit hoch. Also springe ganz weit hoch und ziehe dann das Ding hier aus. Noch was, was ins Lager kommt? Nein. Nein, nein, nichts. Super Slow Motion. Müssen wir überlegen, vielleicht lasse ich das mit der Webcam doch erstmal bleiben, weil ein Stück weit belastet ist mein Computer schon, und ich habe im Moment noch nicht die alternativen Aufnahmemöglichkeiten, jetzt wie die meisten das machen würden, ihr Laptop daneben stellen. Ich habe keinen Laptop. Oder zumindest keinen, der noch einen funktionsfähigen USB-Anstecker hat. Ja, wenn ich denke, aber naja, ich denke, ich werde diese Folge erstmal beenden. In der nächsten Folge werde ich mich dann schon mal darauf vorbereiten, dass ich dann vielleicht irgendwann einmal die Bossgegner fertig machen kann. Naja, beeilen, gut. Vielleicht ist dann aber auch schon die Version draußen, und das macht alles nutzlos.
Wie gesagt, ich werde eh nur noch eigentlich nur noch so lange weiterspielen, bis Terraria geupdatet wird, und dann werde ich dieses Projekt beenden und irgendwann nochmal neu anfangen. Natürlich, deswegen habe ich auch Season 1 gemacht. Warum sollte ich sonst bei 80 Level, 80 Folgen lang den Titel ändern? Das war nicht schön. Naja. Was man nicht im Kopf hat, man muss man in den Beinen haben. In dem Fall in den irgendwas anderes. Ja, dann würde ich erstmal beenden. Bis zum nächsten Mal. Euer Zauberwürfel-Gamer.